Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Evil Within 2. Tut mir leid für das doch recht abrupte Ende der letzten Folge, aber bevor ihr das nächste Story-Event startet, wollte ich einfach zu einem Abschluss kommen, damit wir jetzt hier in aller Ruhe mit der Geschichte weitermachen können. Irgendwas ist explodiert, Torres ist ganz aufgelöst und ich suche hier in den Wäldern nach heiligen Statuetten. Das ist so mein allerliebstes Hobby geworden. Wie sagt eigentlich die Karte, dass wir doch relativ gut vorankommen? Aber hier sind noch ein paar Gebäude. Da ist bestimmt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. So. Was ist? Psst. Scheiße. Probleme, da. Okay. Schnell, mir nach. Ja, ich komme ja schon. So, was nun? What? So viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay. Hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Okay. Aber kann man die trotzdem stealth töten im Zweifelsfall? Geht das? Das sind ganz normale Lost, einfach nur mit ein bisschen Feuer, ja? Okay. Ja, das sind alles wichtige Informationen, die man erstmal in sich aufnehmen muss. Diese feurigen Lost nennen sich übrigens The Spawn. Also die, ja, wie übersetzt man das jetzt am besten? Ist auf jeden Fall eines der beiden Monster, von denen ich vor einiger Zeit gelesen habe, als ich irgendwas rausfinden wollte. Nach Monsternamen habe ich gesucht, genau. Ja, wie gesagt, Spawn heißen die Kerle. Das sind nicht The Lost, das sind The Spawned. Und diese Flammenwerfer-Kreaturen da, die standen auch mit auf der Liste. Das sind nämlich die beiden Monster, die ich mir aus Versehen gespoilert habe. Die nennen sich Harbinger. Ja, so wie der Reaper. Wow, wo willst du denn mit der Leiche hin? Schiete. Okay. Oh. 10 Stunden später? Ich hab doch eine Axt eingesammelt, oder nicht? War das keine Axt? Meine Fresse! Ja.
Bin gleich soweit, Torres. Alter, ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinziele. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wozu habe ich denn hier ein Laserfernrohr? Dann ist das dein Ernst jetzt gerade? Das war allen Ernstes. Meint er das gerade ernst? Musste der sich jetzt noch umdrehen? So, Torres, ich will erstmal... Alter. Ich muss erst Torres heilen, bevor ich mein grünes Gel nehmen kann, ja? Finde ich auch nicht in Ordnung. 57.200. Ja, das mit dem Schleichen lief auch schon mal besser. Ich werde mich jetzt aber nicht heilen, weil der Unterschlupf ganz in der Nähe ist und es da eine Kaffeemaschine gibt. Wir haben ja die Spawn hier jetzt erstmal ausgeschaltet. Da ist noch ein Kraut, das nehme ich mit. Das sind auch so ziemlich die einzigen beiden Gegnertypen, die anscheinend schon einen offiziellen Namen haben, der auch veröffentlicht wurde. Natürlich mit die als letztes hier auftreten, ja? So, da sind noch zwei. Mehr als zwei. Das sind vier. Gut, aber einer kommt uns schon mal schön nahe. Den können wir so ausschalten. Schiete. Nicht wieder in Flammen aufgehen, bitte. Da habe ich mich im Timing verschätzt. Ich dachte, der hört gleich auf zu brennen, aber... Das tat er nicht. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Mann, musste der jetzt genau in dem Moment wieder anfangen zu brennen? Irgendwie ist mein Timing heute richtig beschissen. Oh, Zielen in diesem Spiel ist scheiße. Das kann doch echt nicht wahr sein. Fick dich. Echt. Oh. Da verlässt man sich drauf. Könnt ihr mir mal erklären, wie das funktioniert, dass ich ständig durch den durchschieße? Das ist doch zum Kotzen! Das kann doch nicht sein, dass ich direkt vor dem stehe und die Schüsse gehen einfach durch den durch. Und das ist ja bei weitem nicht das erste Mal, dass das passiert. Du kannst... Und ein rotes Fadenkreuz gegen rote Gegner, die auch noch brennen, ist auch
echt beschissen. Wer hat sich denn für diese Farbpalette entschieden hier? Ja, ich weiß, ich meckere im Moment echt total viel. Es liegt einfach daran, dass ich scheiße in diesem Spiel bin und die Schuld auf irgendwas anderes abwälzen muss. So. Rechts war doch auch noch einer, oder? Es war klar, dass der gleich wieder anfängt zu brennen. So. Wenigstens den mal erledigen. Jetzt kommt der gucken, was da los ist. Alter! Warum sind denn die so scheiße schlau? Das sind brennende Leichname. Das kann doch nicht wahr sein hier, ey. Mir solche Probleme bereiten. Die werden ja wohl jetzt hier schon wieder wissen, dass ich da bin, oder? So müsste das viel häufiger laufen. So, der hört bitte auf zu brennen. Und dann haben wir jetzt endlich unsere Ruhe hier. Meine Fresse, das war wesentlich anstrengender, als es hätte sein müssen. Wenn ich mich nicht so dämlich anstellen würde hier. So, was haben die denn hier beschützt? Ist hier noch irgendwas, was man vielleicht einsammeln kann? Weil der Weg führt ja tatsächlich in die andere Richtung, ne? Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft auf eine Heiligenstatuette oder sowas in der Art. Gut, aber wir sind jetzt auf 60.000 grünen Gel. Und trotzdem denke ich, das wird verdammt scheiße knapp. Den Generator irgendwie zu unserem Vorteil hätten nutzen können. Ich glaube, ich nutze die Umgebung allgemein viel zu wenig. In der Stadt auch zum Beispiel Hydranten für die Schockbolzen und solche Geschichten. Jetzt erstmal zum Unterschlupf. Wenn wir noch auf die Karte gucken, aber von hier geht es anscheinend so direkt auch gar nicht irgendwohin weiter. Deswegen vermute ich mal, dass sich hier ein Zugang zum Markt befindet. Taurus, ich bin gleich bei dir. Ich muss nur mal noch mal was gucken hier. Aber auch hier wieder nicht. Total doof. Na gut. Tja. So kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Warum? Für ein etwas unauffälligeres Vorgehen kriege ich ja kein grünes Gel.
klar hätte ich mich da vorbeischleichen können, zumindest an der zweiten Gruppe. An der ersten wäre es wahrscheinlich etwas schwieriger gewesen, Zuhause wenn ich nicht... Zuhause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal, flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig. Solange ich ihn nicht scharf mache. Die erste Gruppe, da hätte ich wahrscheinlich eine Flasche oder irgendwas benutzen müssen, um da ungesehen vorbeizukommen. Echt keine Statuen mehr, ne? Also, was machen wir mit Theodore? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodore zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodore. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian? Wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Ich hätte noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Du sagtest, Myra sollte da bleiben und sich um Mobius kümmern. Aber wie? Sie setzt Stem gegen sie ein. Jeder bei Mobius hat einen Hirnchip, der es ermöglicht, den Stem ohne weitere Auswirkungen zu betreten. Der Chip erlaubt ihnen den Zugang und Vorteile, die normale Leute nicht haben. Und ihr habt euch diese Dinger einpflanzen lassen? Es ist nicht so, als hätten wir eine Wahl gehabt. Myra sollte ein Signal durch den Stem zurückschicken, das alle Mitglieder von Mobius über ihre Hirnchips ausschaltet. Wie eine ferngesteuerte Massenlobotomie. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wenn wir es nicht tun, bringt Mobius Lily zurück in den Stem und tötet uns alle wegen Ungehorsam. Es ist die einzige Möglichkeit. Kidman soll das ausgeheckt haben? Sie hat mich nach Beacon geschickt. Sie hat zugesehen, als Lily in den Stem kam. Es sieht ihr nicht ähnlich, Mobius zu verraten. Du bist ein Außenstehender, Sebastian. Du weißt nicht, wie Kidman wirklich ist. Sie musste ihr wahres Ich geheim halten, um nah genug heranzukommen und zuzuschlagen. Aber warum jetzt? Warum nicht, als sie den neuen Stem gebaut haben? Wir brauchen Stem, um das Signal zu senden, das Mobius erledigt. Als Lily als Kern ausgewählt wurde, beschlossen Myra und Kidman, dass es Zeit wäre zu handeln. So wie es gerade läuft, könnte das unsere einzige Chance sein, es zu schaffen. Wie ist Theodore Wallace in all das hineingeraten? Theodore hatte die Idee, das Signal durch den Stem zu senden. Aber wenn ich so darüber nachdenke, wollte er wahrscheinlich nur selbst Mobius übernehmen. Verdammt! Ich wusste, dass man ihm nicht trauen kann. Der Kerl ist allglatt. Das ist sein Ding. Er kann Leute von allem überzeugen. Uns hat er davon überzeugt, dass er uns hilft. Ja, ich kenne solche Typen. Die wirken immer so, als wären sie die besten Freunde, bis sie einem in den Rücken fallen. Gerade noch ertrank ich fast in einer Welle aus Blut in Theodors Höllenloch.
Und plötzlich bin ich in diesem Haus mit dir. Ich verstehe nicht, wie du mich gefunden hast. Ich auch nicht. Ich habe bei meinem Unterschlupf nach Vorräten gesucht, als aus diesem verlassenen Haus eine Mädchenstimme kam. Ich habe nachgesehen. Nur war da kein Mädchen, sondern du, als hätte man mich zu dir geführt. Eine Mädchenstimme? Bestimmt Lily. Aber wie? Schwer zu sagen, wie oder warum hier drin Dinge passieren. Der Stem war schon vor ihrer Flucht unberechenbar. Aber jetzt? Ich mache mir schon lange keinen Reim mehr auf die Dinge. Das war eine sehr aufschlussreiche Konversation. Und wir werden also diese komplette Firma, die hier die Fäden zieht, die jetzt schon zweimal in den Stem geschickt hat, ja, da drücken wir einfach auf einen Knopf und dann sind die einfach Geschichte, statt die Weltherrschaft an sich zu reißen, was übrigens so Klischee ist, wie es nur irgend geht, ja? Aber okay. Torres Tagebuch. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen, femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theodors Rückkehr warte. Zeit ist dem Stem ein recht vages Konzept. Und zwar umso mehr, seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätte sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan. Etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme, was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Sie hat vor langer Zeit etwas gemacht, was sie zutiefst bereut, und das ist der Grund, warum sie jetzt hier ist. Jetzt sag mir nicht, dass Torres die Agentin war, die damals Lily entführt hat. Oh, erstmal einen Kaffee. Erstmal einen Kaffee, habe ich gesagt. Aber Sebastian hat natürlich wieder nur Waffenteile im Kopf, das war klar. Ah, das ist schon besser. Haben auch wieder mehr Schießpulver. Schrotmunition, es geht so allmählich wieder aufwärts in der Welt. Und hier haben wir noch eine geöffnete Mobiuskiste. Mit einem ich wollte gerade sagen Sprengbolzen, aber nein, das ist was anderes. Kältebolzen. Dieser Armbrustbolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in 1000 Teile. Einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren oder sind gar nicht betroffen. Kältebolzen können durch Kombination von Verflüssigern und Schießpulver hergestellt werden. Verflüssiger? Habe ich im Laufe des Spiels schon irgendwann einen Verflüssiger eingesammelt? Das ist übrigens keine sonderlich gute Kaffeemaschine. Die braucht Stunden, um Kaffee zu kochen. Okay. Der Zugang zum Mark ist hier im nächsten Raum, ja? Wo? Liegt da noch was drin? Jawohl! Noch ein paar Waffenteile. Aber solange ich keine hochwertigen Waffenteile finde, bringen die mir relativ wenig, weil ich nicht mehr sonderlich viel habe, was ich so noch upgraden kann. Ich wüsste auch gerne, was in New Game Plus übernommen wird. Die Upgrades für die Waffen, mein grünes Gel, wird das alles übernommen? Ich dachte, hier ist ein Zugang. Schiete. Sag mir doch, dass ich in die falsche Richtung renne. Also wirklich. Das war Absicht. Bin wieder da. Hallo. So, und hier im Nebenraum ist wahrscheinlich der Spiegel. Jo.
Hochwertige... Oh, ich liebe euch. Im Moment liebe ich euch wieder. Na gut. Dann gehen wir jetzt zurück in den Spiegel, denn Kidman hat uns ja ein paar weitere Informationen geschickt, vermutlich über Pater Theodore Wallace, und die werden wir uns dann in der nächsten Folge von The Evil Within 2 gemeinsam anschauen. Bis dann.